In diesem Video sage ich was sehr Wichtiges zum Thema Schritt für Schritt Vermögensaufbau betreiben. Unbedingt das Video gucken bis zum Ende. Ich wünsche dir viel Spaß. Bis gleich. Mit Aktien reich werden. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein von Thomas Klein Marketing Consulting und heute möchte ich mal das Thema aufgreifen. Börse, aber auch Unternehmertum. Das heißt, letztendlich bei all diesen Input, dem du ausgesetzt bist da draußen, wenn du dich orientieren willst, wie komme ich weiter im Leben? Finanziell, ja, beruflich. Das eine ist ja letztendlich das andere ja auch gleichzeitig mitunter. Gilt grundsätzlich mal eine einzige Regel und die möchte ich hier gleich vorwegnehmen. Auf der einen Seite hast du das, was du reinsteckst. Auf der anderen Seite hast du das, was du rausbekommst. Und dazwischen ist ein Zeitraum. Okay? Also Input plus Zeitleiste ist gleich Output. Und wenn dieses Output größer ist als das Input, dann hast du schon mal was richtig gemacht. Und desto größer das Output und desto kürzer die Zeitleiste im Verhältnis zum Input, desto mehr hast du richtig gemacht, desto mehr Erfolg hast du. So einfach ist das ganze Spiel. Und um es nochmal besser zu verdeutlichen, zum Beispiel in deiner Beziehung, ja, wenn du zum Beispiel jetzt ein Mann bist, hast eine Freundin, ja, und vergleichst das, was du sozusagen ständig reinsteckst in die Beziehung, ja, kriegst aber nie was raus, ja, dann ist halt irgendwann mal das Ganze nicht profitabel, ja, und du sollst vielleicht dir Gedanken darüber machen, ob es die richtige Beziehung für dich ist. Ja, also um ein Beispiel zu nennen: Du steckst immer letztendlich ganz viel rein hier auf der einen Seite, ja, finanzielle Art, aber auch sozusagen deine Liebe, deine Zuneigung, grundsätzlich deine Energie und willst eine Familie gründen mit der Frau, aber nach 10 Jahren ist immer noch nichts gelaufen. Also Output, noch keine Kinder, gar nichts da. Also produziert wurde gar nichts, musst halt schauen, okay, was läuft da falsch. Ne? Und genauso ist es eben auch an der Börse zum Beispiel oder halt auch im Unternehmertum. Nur, dass dieser Zeitframe sehr unterschiedlich ausfallen kann. Ne? Aber in der Regel würde ich dir halt, natürlich schaut man auch, wenn man selbstständig ist und so weiter, auf die Monate oder auch auf Wochen oder man hat kurzfristige Ziele, langfristige Ziele, mittelfristige Ziele. Aber grundsätzlich ist es ganz wichtig, sind diese drei Komponenten: Input, Zeitleiste, Output. Und an einem dieser drei Punkte oder auch an mehreren dieser drei Punkte gleichzeitig machen viele eben Fehler. Und da sollte man sich immer wieder darauf fokussieren, dass man dort eben keine Fehler macht. Weil daran unterscheidet sich letztendlich, ob du langfristig zu den Verlierern oder zu den Gewinnern gehörst. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel aktuell sind die ganzen Tech-Aktien korrigieren um zwischen 10, 20, 30%. Netflix im Einzelfall ist sogar um 50% korrigiert. Ja, sind wieder auf dem Niveau von 2017 und so weiter und so fort. Bedeutet das jetzt, dass du quasi hier flüchten sollst, raus aus den Tech-Aktien? Nein. Ich habe zum Beispiel die Hälfte meiner Microsoft-Aktien bei $330 im Dezember verkauft. Und ich habe sie dann wieder nachgekauft, als sie bei 300 waren und bei 285. Mittlerweile sind sie noch weiter gesunken, bei 270. Aber das ist ja egal. Ich hatte letztendlich sogar Recht behalten. Ja, ich hab ja sogar darauf, sonst hätte ich sie ja nicht die Hälfte verkauft. Na? Also, ich habe sogar recht behalten, dass sie fallen werden. Nur wie weit sie fallen werden, das kann natürlich kein Mensch wissen. Ja, aber das bedeutet ja nicht, dass ich jetzt halt irgendwie Panik schiebe. Also, grundsätzlich ist es halt immer das Gleiche. Die, die der Euphorie verfallen und die der Panik verfallen, im Business, in der Selbstständigkeit, wie auch in der Börse kann meistens zu den Verlierern. Ja? Und zum Beispiel in der Selbstständigkeit hatte ich im Januar 6 Wochen, wo ich quasi null Einkommen hatte, also null Neukunden, gar nichts.
Dann habe ich die Zeit genutzt, mich selber ein bisschen weiterzubilden. Aber dann habe ich zum Beispiel im Februar 2 Wochen gehabt, wo ich gleich 2 neue Kunden wieder gewonnen habe. Und das waren 40.000 Euro. Sage ich jetzt halt hier, auf der einen Seite hatte ich 6 Wochen, wo ich nichts eingenommen habe. Das ist also eine komplizierte Geschichte gewesen. Ja, da hat mich ein Kunde ein bisschen vernachlässigt auch. Und dann zu spät es kommuniziert, dass er mich nicht mehr zahlen kann. Ja. Und dann hatte ich auf der anderen Seite, also ich habe jetzt hier 2 Wochen gehabt, da habe ich 40.000 Euro quasi Verträge abgeschlossen. Wow, ja, schlage ich jetzt Purzelbäume, weil ich von 2 Wochen 40.000 Euro verdient habe. Nein, ja, und auf der anderen Seite hatte ich dann einen kleinen Leerlauf, habe ich aber anderweitig genutzt, ja, um mich weiterzubilden, eine Mastermind gekauft, sogar investiert sogar noch. Ja, ich habe sogar für 10.000 Euro irgendwie so eine Mastermind dann noch gemacht. Und obwohl ich kein Einkommen hatte. Ja, also weder Panik noch Euphorie. Das ist einfach das Entscheidende da draußen und deswegen dieses Video, weil halt einfach die meisten sich immer so mitziehen lassen mit diesen ganzen kurzfristigen Schnickschnack. Und dazu gehören auch so viele YouTube-Kanäle. Es gibt so viele YouTube-Kanäle mittlerweile. Das YouTube ist das neue Fernsehen. YouTube ist geil, ich liebe YouTube. Es ist das Beste, was mir je passieren konnte, auch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite darf man es auch nicht unterschätzen. Es ist mittlerweile sehr kommerzialisiert. Ja, also extrem viel Werbung, extrem viel Masse an Informationen, die dich eigentlich mehr verrückt macht als alles andere. Also sei hier bitte auch vorsichtig. Du wirst dieses Video hier auch auf YouTube sehen. Aber pass auch darauf, dass du dich nicht in deinem Fokus verlierst. Schau immer darauf, was ist das, wo du am meisten reingibst und wo du in relativ kurzer Zeit am meisten dabei rauskommst. Ja, wenn ich heute 2, 3 Wochen, 4 Wochen mich hinsetze und für mich selber proaktiv Neukundenakquise mache, dann habe ich nach 2 Wochen war in dem Fall, wo ich bringe, nach 2 Wochen hatte ich in dem Fall 40.000 Euro Verträge unterschrieben. Da muss ich natürlich erstmal wieder schauen, dass ich Fulfillment mache und so weiter. Das heißt, ich kann es nicht alle 2 Wochen wiederholen. Ja, leider. Das ist natürlich jetzt nicht repräsentativ, aber das ist zum Beispiel jetzt eine Tätigkeit, auf die ich mich noch mehr fokussieren werde in der Zukunft. Zu schauen, ich habe jetzt 100.000 Euro auf dem Konto, wie verteile ich das jetzt genau? Kaufe ich mir jetzt lieber mehr Microsoft-Aktien oder mehr Amazon oder mehr Apple? Ja, oder doch British Telecom oder Tabak oder irgendwas, was jetzt gerade wieder hypt? Oder jetzt doch wieder Ölaktien? Ja, da sollte ich mir jetzt keine 2 Wochen Gedanken drüber machen. Ja, also. Das ist sozusagen das, was ich dir hier mitgeben möchte in dem Video. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen weitergeholfen. Ich finde es auch super wichtig, dass man sich immer wieder auch sich selbst gegenüber ehrlich ist und auch seiner Audience, wenn man zum Beispiel YouTube-Videos macht, dass man hier wirklich transparent ist, besonders bei dem ganzen Thema Finanzen und gleich danach kommt Job, also das, wo letztendlich dein Einkommen kommt. Das ist ja letztendlich fast noch wichtiger, als wie du es halt irgendwie verteilst wieder oder investierst oder so weiter, weil die meisten haben ja gar nicht so viel. Und ich habe ja auch nicht sonderlich viel zu im Vergleich zu allen anderen, obwohl ich, sag mal, für mich persönlich schon sehr große Fortschritte gemacht habe, auf die letzten 10 Jahre oder auf mein ganzes Leben betrachtet, ja, bin ich jetzt auf jeden Fall besser dran als wie noch in der Vergangenheit und das ist schon mal ein Fortschritt. Aber, und dann als nächstes Stufe kommt natürlich persönliche Beziehungen und all das, auch da habe ich schon ein Beispiel gebracht, ja, und Gesundheit, ne? Und das sind eben die Sachen. Gesundheit, Fitness, ja. Ein Gesunder hat, es gibt den Spruch, damit möchte ich das Video abschließen: Ein Gesunder hat viele Wünsche, ein Kranker hat nur einen Wunsch. Ja, gesund zu sein, wieder gesund zu werden. Also Gesundheit, Beziehungen, Freundschaft, Liebe, Familie, all das, Job, ja, Tätigkeit, Erfüllung, sinnvoll was tun. Was tun, wo ich we möglichst wenig reingeben muss, um möglichst viel rauszubekommen in einer sehr kurzen Zeit. Und das ist das ganze Investieren in Börse. Und es ist aber immer das Gleiche. Was gebe ich rein? Die Zeitleiste. Und was kriege ich dabei raus? That's it für dieses Video. Dein Thomas Klein. Und wenn du zufällig aus der IT-Branche bist und hast Bock, irgendwie dich weiterzuentwickeln, dann schau mal bei meinem Terminkalender vorbei. Da kannst du dir so automatisch einen Timeslot von 30 Minuten raussuchen. Da reden wir mal. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich gering hier auf diesem YouTube-Kanal, dass du aus der IT-Branche bist, aber egal.
ja, den findest du bei Klein-Marketing oder auch bei thomasklein.consulting. Ciao, bis zum nächsten Mal. Happy Hunting, bye bye.